Wie ihr wisst, setzen wir immer mehr auf Minimalbodenbearbeitung, weil es halt unfassbar viele Vorteile hat. Aber die Minimalbodenbearbeitung hat auch einen ganz entscheidenden Nachteil, und zwar, dass wir Bodenverdichtung nicht mehr mechanisch auflockern können. Das bedeutet, wir brauchen unsere Zwischenfrüchte, wir brauchen unsere Regenwürmer, um in diesen tieferen Schichten die zusammengepackten Erdteilchen wieder auseinanderzukriegen, um dort wieder Kapillarität herzustellen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir diese Schadverdichtung gar nicht erst zulassen. Und bei uns im Betrieb ist es so, dass hier das Gespann mit der Gülletonne eigentlich das prädestinierte Gespann für eben diese Bodenverdichtung ist. Da müssen wir einfach diesen Spagat gehen zwischen, wir müssen eine gewisse Leistung haben, also die Größe des Fasses, um gewisse Hektar in einer Stunde oder in wenigen Tagen, die uns einfach zur Verfügung bleiben für diese Düngemaßnahme, unsere Arbeit fertig kriegen, und dem hohen Gewicht, was wir eigentlich gar nicht wollen, dass wir das auf unserem Acker herumtragen. Und ganz wichtig bei dieser Geschichte ist halt der Reifen, weil mit dem Reifen berühren wir einfach unseren Boden. Hier haben wir den Kontakt, wo wir diese Schadverdichtung herstellen. Und deswegen will ich heute einmal mehr Augenmerk auf den Reifen legen. Wir haben hier eine Reifendruckregelanlage, um unseren Reifendruck schon anzupassen, um halt den hohen Druck auf der Straße zu fahren, Sprit sparen, weniger Verschleiß, und niedrigen Druck auf dem Acker, um mehr Aufstandsfläche zu haben, weniger Bodenverdichtung. Und jetzt haben wir hier eine Achslastwaage einmal montiert, um wirklich zu gucken, was ist das tatsächliche Gewicht. Wir haben jetzt hier das Fass voll bis oben hin gefüllt. So dürfen wir natürlich nicht im öffentlichen Straßenverkehr mitfahren. Deswegen haben wir auch einen Saugarm dran, um auf dem Feld das Fass zu befüllen. Wenn wir jetzt die Achslast einmal wiegen, dann sehen wir hier vorne auf unserem Rechner, dass wir 13,6 Tonnen auf der Hinterachse am Gewicht haben. Jetzt haben wir natürlich auch das Fass in Arbeitsstellung nach vorne, das Gestänge ist noch vorne. Also das ist wirklich das maximale Gewicht, was wir auf die Hinterachse bringen können. Und wenn wir uns jetzt bei diesem Standardreifen einmal die Reifentabelle angucken, dann steht dort, dass wir bei 40 km/h 2,4 bar Luftdruck fahren müssen. Und dass wir auf dem Feld bei hoher Traktion, wenn der Trecker richtig ziehen muss, und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit runter können auf 2 bar. Und das ist schon heftig. Bei den Reifen steckt unheimlich viel Potenzial bei neuen Technologien. Wenn wir jetzt einen VF-Reifen zum Beispiel nehmen, ist die Traglast deutlich höher. Wir können 40% mehr tragen bei gleichem Luftdruck. Und deswegen haben wir uns nach einem neuen Reifen umgeschaut und sind fündig geworden bei der Firma Allianz. Haben uns da den Agriflex 372 Plus ausgesucht. Und die Unterschiede wollen wir jetzt einmal messen, indem wir hier unseren Standardreifen mit unserem Solldruck, den wir fahren müssen, 2,4 bar, einmal einen Bodenabdruck machen. Und dann ziehen wir in den nächsten Tagen die neuen Reifen auf, wiederholen das Ganze und vergleichen dann wirklich, was kann der alte abgefahrene Standardreifen gegenüber dem neuen VF-Reifen mit einer neuen Technologie, mit mehr Innovation und mit einer deutlich höheren Tragfähigkeit. Und ich bin sehr gespannt, wie weit wir da mit dem Luftdruck runter können und wie viel sich unsere Aufstandsfläche vergrößert. Um die tatsächliche Aufstandsfläche jetzt zu bestimmen, haben wir den Reifen auf ein bisschen Erde gefahren und streuen jetzt hier außen Kalk in die Fugen, um halt richtig zu sehen, wo steht er auch. So, wir sehen jetzt hier sehr schön den Reifenabdruck, womit der Trecker hier auf dem Boden sich abstützt. Wir haben zwei volle Stollen, hier nochmal zwei Dreiviertelstollen und hier vorne noch eine Viertelstolle. Also insgesamt kommen wir auf ungefähr 66 cm Breite und eine Länge von 58 cm bei einer leicht oval geformten Aufstandsfläche. So, diesen Fußabdruck, den vergleichen wir in den nächsten Tagen mit dem neuen modernen Reifen, und dann bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.